Hallo allerseits, mein Name ist Andreas Neuner. Ich kümmere mich um die Produktentwicklung und die ganze Forschung und Entwicklung bei Nanolex, mache die ganze Reinigungschemie und die Coatings. Ich freue mich ein bisschen, euch was darüber zu erzählen, wie die ganzen Sachen funktionieren, was da die Unterschiede so sind. Von meinem Hintergrund her habe ich Human- und Molekularbiologie studiert. Später habe ich mich dann auf Stoffwechsel spezialisiert, wo wie alles im Leben so kommt, bin ich irgendwie bei der Fahrzeugpflege gelandet, was auch sehr viel Spaß macht. Okay, in dieser Videoserie werde ich jetzt ein bisschen auf Reinigungsprodukte und Versiegelungen von uns eingehen und wir werden das in 5er-Packs machen sozusagen. 5 Produkte auf einmal, über die wir reden und dann den Rest gibt es in der nächsten Serie. Hallo allerseits, heute unterhalten wir uns ein bisschen über Mattlacke und die ganze Mattlackpflege, die es gibt. Erstmal ein bisschen was zu den Mattlacken an sich. Der Hauptunterschied zum normalen herkömmlichen Autolack ist eben die unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit. Ein Mattlack ist eben nicht glatt wie ein normaler Lack, sondern hat Unebenheiten aus einem simplen Grund. Man will ja keinen Glanz erzeugen und man hat eben einen Einfallswinkel des Lichts. Und umso glatter die Oberfläche ist, umso genauer werden die Lichtstrahlen wieder reflektiert, also parallel quasi, und das erzeugt einen Glanz. Umso unregelmäßiger die Oberfläche ist, umso gestreuter wird das Licht reflektiert und das erzeugt eben diesen matten Effekt, den man haben will. Nachteil bei der Mattlack ist eben, dass durch die andere Oberflächenbeschaffenheit eben viel mehr Möglichkeiten es gibt, dass Schmutz sich anhaftet. Der Mattlack braucht eine besondere Pflege, es muss viel intensiver gepflegt werden und auch vorsichtiger bzw. behutsam oder mit Hintergedanken, denn man will ja den Glanz gerade nicht erhöhen durch Pflegeprodukte oder durch Reiniger. Wenn wir anfangen von Pflegeprodukten zu reden, ich habe des Öfteren jetzt die Erfahrung gemacht, dass Aufbereiter von unterschiedlichen Quellen beraten werden, ja, das darfst du für Mattlacke nehmen, das darfst du nicht nehmen, das ist gut, das ist weniger gut. Letzten Endes ist die Überlegung folgende, egal um was es für ein Produkt sich für Mattlacke handelt, es soll frei von Füllern sein, denn das wird diese Oberflächenbeschaffenheit wieder glätten. Das will man nicht, frei von Glanzadditiven und Glanzverstärkern und die Schichtdicke, die aufgetragen wird, soll möglichst gering sein, sonst füllt es auch wieder aus. Wenn man das im Hinterkopf behält, die Oberflächenstruktur kann man ja nicht zerstören durch Reinigungsmittel, man kann sie nur, sag ich mal, zukleistern. Zerstören ist relativ schwer, weil der Lacker doch genauso hart ist wie der andere. Im Großen und Ganzen war es das schon, was die Oberflächenbeschaffenheit angeht, der Grund, warum Mattlack matt aussieht. Nun zu den Pflegeprodukten. Das Matt Reactivating Shampoo ist eigentlich genauso wie das Reactivating Shampoo für normale herkömmliche Lacke, bloß mit dem Unterschied, wie vorhin erwähnt, keine Glanzadditive drin und keine Füller. In einem Shampoo sind sowieso keine Füller drin, aber die Glanzadditive wurden rausgelassen. Beim Quick Detailer ist es genauso. Da will man vermeiden, zum Beispiel, dass man polymerhaltige Produkte benutzt, denn Polymere würden sich auch über diese Oberfläche anlagern und sie zusätzlich glätten. Das will man vermeiden. Deswegen hier ein Pflegeprodukt, was die Oberfläche nochmal reinigt, entfernt die berüchtigten Wasser- und Kalkflecken vom Lack, die halt auf einem Mattlack, sage ich mal, noch drastisch auftreten aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit. Das Wasser kann schlechter ablaufen, die Sheeting ist nicht so gut. Dementsprechend bleiben viele Wassertropfen auf der Oberfläche liegen und wenn das Wasser verdunstet, dann hat man die bekannten Wasserflecken. Das wären so quasi 2 Pflegeprodukte. Dann zusätzlich hier noch die Schichtung oder Versiegelung für Mattlacke. Da muss man einfach nur darauf achten, dass die generierte Schichtdicke sehr gering ist. Wenn man zum Beispiel so ein Coating nimmt wie das SI3D von uns oder so Keramik-Coatings mit einer relativ starken Schichtdicke, das ist sehr ungeeignet für Mattlacke, denn das wird ein bisschen was von der Struktur überlagern und der Glanzgrad wird deutlich erhöht werden. Dann nutzt man hingegen Silan-basierte Beschichtungen halt, die eine viel, viel dünnere, die eine, sagen wir mal, eindimensionale Schicht erzeugen, die aber nur widerstandsfähig ist und diese Easy-to-Clean-Effekte besitzt, dann eignet sich das hervorragend für Mattlacke und das ist hier einmal das Spray-Sealant. Das ist ein Siloxan-basiertes Produkt, was ungefähr 6 bis 9 Monate lang hält. Das erhöht den Glanzgrad nur minimal und ist sehr gut geeignet für Mattlacke. Genauso wie das Matt Ultra. Hier ist die Schichtdicke noch geringer. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, dass das Spray Sealant einen leicht höheren Glanzgrad erzeugt als das Matt Ultra. Wenn man das noch berücksichtigt, kann man sich ja verdeutlichen, dass man diese Mattierungsgrade auch durch Pflegeprodukte oder Beschichtungen leicht verändern kann. Es wird nie glänzend, aber man kann es zum Seidenmatt, sage ich mal, aufglänzen lassen
Oder man benutzt Kaltschutz und keine Beschichtung, dann hat man einen maximalen Mattierungsgrad sozusagen, aber dann ist man anfällig gegenüber Umwelteinflüssen, UV-Licht, Kratzer und so weiter. Mattlacke sollte man relativ wenig polieren, das heißt, wenn Kratzer reinkommen, wenn man Kratzer im Lack hat, dann bleibt er meistens auch. Und deswegen umso wichtiger, vielleicht schützende Coatings oder Beschichtungen verwenden. Man muss zwar einen leichten Kompromiss machen, was den Mattierungsgrad angeht. Es wird minimal glänzender, aber dafür hat man die Kratzer nicht in einem originalen Mattlack, sondern in den Coatings. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, falls es mal soweit ist und man will das Coating runter machen, das mit Chemie runterzukriegen, ohne mechanisch, sage ich mal, mit Polieren halt ranzugehen, weil das halt nicht funktioniert. Okay.